Karlsruhe, Nordstadt. Aisvaria befindet sich auf dem Heimweg von der Uni. Sie studiert im ersten Semester an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Das Besondere daran? Die Wohngemeinschaft, in der sie ein Zimmer bezogen hat, bringt bewusst verschiedene Kulturen und unterschiedliche Religionsgewohnheiten unter einem Dach unter. Die 8-Zimmer-Wohnung ist darauf ausgelegt, 4 ausländische und 4 einheimische Studentinnen zu beherbergen. Das Ganze ist ein Projekt des Diakonischen Werkes Karlsruhe, um Frauen aus Entwicklungsländern ein Studium in Deutschland zu ermöglichen. Jeder, der bereit ist, eigentlich sein Heimatland zu verlassen und in einem Land zu studieren oder zu wohnen, das zeigt eigentlich nicht nur Interesse, sondern auch Mut und Intelligenz. Ich will von anderen lernen und ich will das in mein Land bringen oder ich will auch hier bleiben. Und das, was ich kann eigentlich, ich will in dieser Gesellschaft auch eigentlich entwickeln und denen das geben, mein Wissen und meine Motivation und meine Interesse. Da das Projekt erst kürzlich angelaufen ist und sich noch in der Aufbauphase befindet, sind 3 Zimmer noch frei, für die noch deutsche Studentinnen gesucht werden. Dass die 4 ausländischen Bewohnerinnen alle aus Indien stammen, ist reiner Zufall. Aus dem zweitgrößten Land der Erde kamen lediglich die meisten Bewerbungen. Unbeeindruckt davon genießen die Studentinnen das Zusammenleben und sammeln fleißig neue Eindrücke. Jean Mary ist mit ihrem ersten internationalen Flug nach Deutschland gekommen und hatte anfangs durchaus Schwierigkeiten, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. This is a completely different experience. Das ist eine völlig neue Erfahrung. Wir lernen neue Kulturen kennen, wir lernen Deutsch und wir lernen die Gewohnheiten der Deutschen kennen. Das ist neu für uns und neue Erfahrungen sind immer bereichernd, um daran zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln, um unsere Seelen zu nähren. Das ist schön. Es ist wichtig, andere zu verstehen, in Orten zu leben, in denen wir verschiedene Kulturen erleben, damit wir für alles tolerant werden. In der WG steht heute gemeinsames Kochen an. Selina, die bisher einzige deutsche Bewohnerin, ist noch bei ihrem Praktikum und verpasst so leider die Vorbereitungen. Später wollen sie aber zusammen essen. Oft kochen sie sich gegenseitig regionale Spezialitäten und probieren dann zusammen. Während im Hintergrund kräftig der Teig geknetet wird, erklärt Silpa uns, was für sie Interkulturalität bedeutet. Ich denke, interkulturell bedeutet, dass wenn ich eine Person kennenlerne, die eine andere Kultur hat als meine eigene, dann hat diese Person etwas Neues und Attraktives. Wir können Dinge teilen und Dinge vom anderen übernehmen, die uns vielleicht in seiner Kultur besser gefallen. Die Zimmer sind sehr geräumig und gut ausgestattet. So bietet die Wohnung nicht nur ein gemeinsames WG-Leben, sondern auch Rückzugsraum für Uniarbeit oder Gespräche mit der Familie. Immerhin befindet sich diese für einige der Frauen am anderen Ende der Welt. Das Diakonische Werk hat es sich mit der Wohngemeinschaft zum Ziel gemacht, den Studentinnen so früh wie möglich Anschluss an ihren neuen Studienort zu geben. Es gibt kein großes Bewerbungsverfahren, lediglich ein Skype-Gespräch im Vorhinein. So können die Studentinnen sehr schnell nach Zusage der Hochschule oder Universität ihr neues Zuhause beziehen.